Hallo, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Saus, das haben wir wieder für euch. Und ich mache heute einen Tag. Und zwar den Dr. Who-Tag. Diesmal hat mich sogar jemand getaggt. Getaggt hat mich die Tina Margus. Den Link zu ihrem Kanal packe ich euch hier unten in die Infobox. Ihr könnt ja auch mal da vorbeischauen bei ihr. Es sind 14 Fragen, kurz und bündig, und die werde ich jetzt gleich beantworten. Viel Spaß! Und zwar ist das eine ganz kurze Geschichte. Ich lag im Krankenhaus ungefähr 2008 und hatte eine fette Angina. Und da kam eine Freundin zu Besuch, Kitty the Sheep, und hat gesagt, ich zitiere, hey, Dr. Who läuft, lass uns doch Dr. Who gucken im Krankenhaus. Und natürlich haben wir das gemacht. Und ja, das war die Folge mit David Tennant der zweiten Staffel mit dem Gekritzel. Ich weiß das noch ganz genau. Ich habe so nachgedacht und zwar, ich kenne den Schauspieler irgendwoher. Woher kenne ich den Schauspieler? Ich habe rausbekommen, dass es Barty Crouch Jr. aus Harry Potter und der Feuerkelch ist und bam, hatte mich die Serie. Genau, ich gucke mir nämlich gerne mal so Crossovers von Serien und Filmen an und so, und deswegen bam, hatte mich die Serie. Also kann ich sagen, mit Pause bin ich seit 2008 Fan. Ich kam mal in den Genuss, eine Folge von Doctor Who, den klassischen Doctor Who, zu gucken, also die früheren Folgen, und finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich genau der Charme von den neuen, aber ich sag jetzt einfach mal die neuen, ja. Ich gehe da total mit, weil David Tennant hat einfach jeden überzeugt. Ich meine, der 10. Doktor, ich bin ein totaler Fan. Ja. David Tennant auf jeden Fall. Ich mag jeden Companion. Ob kurz oder lang dabei. Aber wenn ich ein oder zwei auswählen müsste, es wären wohl das zwei. Also Lieblingscompanion wären jetzt Donna. Weil die ist einfach cool drauf und es gibt mal nichts mit Love. Und das ist wirklich bloß Freundschaft und es ist einfach toll. Und jetzt mal das krasse Pendant dazu, Amy. Aber Amy ist auch so, weil ich mich damit echt identifizieren kann. Da checkt man auch die Gedankengänge, warum, wieso, weshalb. Also ist auf jeden Fall Amy und Donna. Ja, und zwar nenne ich als erstes Captain Jack Harkness. Natürlich, wer mag ihn nicht? Er ist so ein Schaumbolzen, aber er hat's auch drauf. Also Captain Jack, I love Torchwood. Einen zweiten Lieblingscharakter, obwohl sie manchmal auch kein Companion ist, aber ich mag River. Auf jeden Fall. River ist so eine richtig Bär auf die Fresse Frau. Ein toller Nebencharakter, River Song. Doomsday ist eine wahnsinnig tolle, eindrucksvolle Folge. Meine zweitliebste Folge ist nicht Blinzeln. Achtung, Spoiler. Für eine nächste Frage, ich mag die weinenden Engel sehr. Und The Day of the Doctor. Ich habe einen Kreischalarm gekriegt, als David Tennant wieder aufgetaucht ist. Es ist eine wahnsinnig tolle Folge. Ich meine, drei Doktoren in einem Raum und die verstehen sich überhaupt nicht. Es ist so zum Schießen gewesen, ja. Die habe ich erst vor kurzem das erste Mal gesehen und es ist echt eine eindrucksvolle Folge. Ich finde die toll. Episode von jedem 10. Doktor-Fan ist The End of Time, oder auf Deutsch Das Ende der Zeit. Ich habe so geweint. Ihr könnt es alle nachvollziehen, bestimmt, ja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mochte jeden Begleiter, aber wenn ich einen auswählen dürfte oder müsste, wäre es Clara. Mit Clara kann ich noch nicht so viel wirklich anfangen, da ich jetzt auch Peter Capaldi jetzt erst anfange zu gucken. Also ich fange jetzt erst an, die 8. Staffel zu gucken. Also mit Clara kann ich noch nicht so viel anfangen, die ist mir irgendwie zu suspekt. Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, vielleicht bei euch da draußen, wenn ich jetzt auch einen auswählen müsste, wäre es der 9., also Christopher Eccleston. Ich finde, Christopher Eccleston war nicht 100% der Doktor. Da vibriert sogar mein Handy.
Es gibt mir recht. Christopher Eccleston hat es einfach nicht gebracht. Es tut mir leid. Ich würde alles für den Doktor tun. Auf jeden Fall. Mich nicht in ihn verlieben, wenn es schwerfällt. Ich würde meinen Liebsten mitnehmen. Und natürlich ganz viel Abenteuer erleben, natürlich. Wie ich in den Spoilern schon verraten habe, sind es die weinenden Engel. Ich finde jede Folge mit den weinenden Engeln echt wahnsinnig gut gemacht. Die Folge, in der Rose stirbt und Amy hinterher geht, das ist so traurig. Es war so traurig. Hat man sich gerade an die neuen Charaktere gewöhnt. Mein Hassmonster-Meinung bin ich total out. Und zwar mag ich die Daleks überhaupt nicht. Mag sie nicht. Sie sind einfach so auf Krawall gebürstet. Ich mag sie einfach nicht. Die sind scheiße. Die sind absolut scheiße. Exterminate! Boah, ich finde die absolut scheiße. Jeder Whovian geht mit dem Doktor, wenn er auftauchen sollte. Jeder. Aber wirklich jeder würde mit ihm gehen. Ich würde nicht unter meinem Schatzi gehen. Ich würde ihn mitnehmen wollen. Da ich jetzt erst anfange, die 8. Staffel zu gucken, freue ich mich auf Peter Capaldi als 12. Doktor, weil ich kenne ihn nun als Charakter in Lego Dimension. Und da macht er eigentlich einen ganz taffen Eindruck und deswegen freue ich mich einfach auf Peter Capaldi. So, meine Lieben, das war der Doctor Who Tag von der Saros Dessau für euch und ich tagge natürlich fleißig die Elisa von Elisa und Kiwi und die Gitta von Kiddy the Sheep. Und ich hoffe, dass die beiden Whovians auch diesen Tag machen. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Eine schöne nächste Woche und bis zum nächsten Unterwegs in Dessau Video. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben oder mir sogar vielleicht ein Abonnement dazulassen. Tschüssi!